I think I can say that all the players are, of course, we are a little bit tired, but we had a great season with a lot of great experience and success. So it was a big joy, and we just want to finish the season strongly and prepare for next season. Ja, also mir geht's zurzeit sehr gut. Ich fühle mich wirklich wohl, gerade auch nach meiner langen Verletzung. So hat ja eigentlich alles angefangen, und ich denke, aber mit den Physios und dem ganzen Staff haben wir das gut hinbekommen, dass ich jetzt wieder am Platz stehe und fühle mich wohl, habe Spaß und bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt zu einigen Einsätzen kommen bin. Ja, jetzt freue ich mich schon auf die Pause. Es war wirklich sehr lang, und ich habe auch extrem viele Spiele gemacht. Aber ich bin stolz auf die Mannschaft, ich bin auch stolz auf mich selber, wie wir uns präsentiert haben, und ja, so müssen wir nächstes Jahr wieder auftreten. Im Großen und Ganzen sehr gut, dadurch es eine sehr schöne und ja, tolle Saison war, ist der Rückblick sehr schön. Ja, ich glaube, das war natürlich das Tor von Johnny gegen Ajax. Das war schon Weltklasse und überragend und sehr wichtig auch, das 3-0 noch vor der Pause. Aber danach kommt, glaube ich, direkt das von Alan gegen Standard Lüttich. Das war natürlich auch Weltklasse. Aber ich glaube, das von Johnny, das war nochmal ein Tick besser. The best goal was Johnny's goal against Ajax. But also, which was really important goal, Andy's goal against Grödig. This was the 100th goal this season in the Meisterschaft. So it was also, and it was a very special goal. Ja, absolut. Meine drei Tore. Ich meine, das steht eh außer Frage. Nein, das vom Johnny war ein Traum gegen Ajax Amsterdam, das 3-0 in Amsterdam. Das war unglaublich und ein typisches Soriano-Tor. Ja, ich würde sagen, das vom Johnny, das war schon sehr speziell. Aber ich glaube, meins ist, also für mich persönlich war eigentlich auch meins sehr schön, weil ich auch nicht so oft ein Tor schieße, und es war ein schönes Tor. Naja, ich glaube, dass wir sehr viele schöne Tore gemacht haben. Natürlich, das Tor von Johnny war überragend, aber ich glaube, dass die Mannschaft verdient hat, dass wir mehrere schöne Tore geschossen haben. Best haircut, wow. Yeah, I have a really good haircut, but I think, yeah, Kevin makes always some new things. I don't understand the Sadio's haircut really, but Andre is always special because I think he never had a haircut. Ja, das bin natürlich ganz klar ich. Nein, also keine Ahnung. Das müssen die Leute selber entscheiden, wen sie da am besten finden und welche Frisur. Aber ja, um sowas mache ich mir gar keine Gedanken. Hauptsache, den Leuten gefällt's, und wem nicht, denn das ist auch egal. Hauptsache ist, glaube ich, dass es einem selbst gefällt, was man da auf dem Kopf trägt, und deswegen kann da jeder, glaube ich, machen, was er will. Das ist ein langes Thema bei Red Bull Salzburg, glaube ich, aber ich denke, der Kevin zaubert den meisten Menschen ein Lächeln aufs Gesicht. Schwere Frage. Ich denke, dass Kevin einmal nicht die beste Frisur hat bei uns. Es gibt mehrere gute Frisuren, das ist Geschmackssache, glaube ich. Ich glaube, da haben wir auch sehr viele Highlights dabei gehabt, von Lazaro über Campbell, Mané, Ramaljo. Da waren, glaube ich, sehr viele kreative Köpfe dabei. Proud of basically a lot of things what happened this season. I think we had a great run in the Europa League, and we really draw a lot of attention on us with the way we're playing and the results we had against some big teams. Of course, beating Bayern in January was also a fantastic result, but overall we had a great season, and we were champion in really 8 or 9 games before the end, so that's I think a great statement. Auf ganz Red Bull Salzburg, also wie sich alles entwickelt hat, die Mannschaft, wie das Klima jetzt ist in der Mannschaft, wie sich jeder miteinander versteht und die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ich denke, hat sich da jetzt wirklich ein Verein gebildet, auf den man wirklich stolz sein kann. Dass wir 3-0 gegen Bayern gewonnen haben, natürlich. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich die Saison das erste Mal in der Bundesliga gegen meinen Bruder gespielt habe. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich zum ersten Mal Meister geworden bin. Ich glaube, dass ich auch viel dazugelernt habe. Ich habe versucht, an meiner Abschlussschwäche noch ein bisschen zu arbeiten. Das ist mir diese Saison ein bisschen besser gelungen. Von 4 auf 9 Tore, da freue ich mich persönlich drüber. Sehr viel weiterentwickelt die Saison, wie gesagt, auch vor allem menschlich und sportlich.
So wie es zurzeit läuft, läuft sehr gut. Ich denke, ich habe viel in meinem Spiel verbessern können, sei es die richtigen Entscheidungen zu treffen oder Tempo-Dribblings zu machen. Und ja, ich denke, im Training auch heute wieder sehr gut funktioniert. Und ja, es freut mich jetzt einfach, dass es so gut läuft und so will ich weitermachen. Ich glaube, dass es ein guter Schritt war, von Ried nach Salzburg zu wechseln. Ich habe mich, glaube ich, weiterentwickelt. Ich bin wieder einen Schritt weitergekommen. Ich habe mich gleich zurechtgefunden. Die Mannschaft hat es mir sehr leicht gemacht. Und ich freue mich natürlich, dass ich jetzt da bin und es soll ja so weitergehen. I came here last year with not so much playing time in England, and straight away I got the chance to play, and for me that was a great thing, and I have almost 50 games this year, which is a big step forward, and also to play for a successful team and a great team, it's for me was a big thing this year. Ich habe es geschafft, von Mattersburg nach Salzburg zurück, und habe mich in die Startformation reinkämpft und denke, erfüllt eine ganz gute, wichtige Position im Team, und ja, das freut mich natürlich, in so einer starken Mannschaft Fixstarter zu sein. Ja, das ist schon ganz cool. Of course, losing against Basel, I think for everybody was a big disappointment, because we had the chance to go through and we were really close to make another fantastic result, and I think this was a big disappointment, but unfortunately that this is football. Even if you are the better team, sometimes because of small things you lose the game, so overall this was probably the low point of the season. Ja, der größte Tiefpunkt war, glaube ich, das Spiel gegen Basel, wo wir ja ganz klar die bessere Mannschaft waren, wo wir einfach hätten gewinnen müssen. Gerade das Heimspiel, das war extrem bitter. Persönlicher Tiefpunkt war es natürlich gleich am Anfang der Vorbereitung, als ich mir das zweite Mal den Mittelfuß gebrochen habe. Und ob ich traurig war im ersten Moment, natürlich schon, habe viele Spiele verpasst, aber war zugleich auch etwas, das mir persönlich und menschlich weitergeholfen hat, die Dinge jetzt wirklich besser und ernster zu nehmen. Und ja, deswegen bin ich umso mehr froh, dass es jetzt gut läuft. Natürlich glaube ich, dass wir gegen Basel verloren haben. Wir haben so viele Chancen gehabt, haben es leider nicht genützt. Und ja, ich glaube, dass wir aber trotzdem darauf aufbauen können, dass wir überhaupt so weit kommen sind, und haben wir natürlich ein nächstes Ziel fürs nächste Jahr. Es war ganz klar für mich die Verletzung beim Ajax-Spiel. Es war sehr schade, weil ja, es war gerade eine super Zeit für mich persönlich und auch für die Mannschaft. Und das war für mich eigentlich ja, eher das Negative. Nach der zweiten Basel-Partie habe ich schon ein, zwei Tage gebraucht, dass man mich wieder ansprechen hat, Kina. Da war ich richtig fertig, und vor allem, weil wir es uns nicht verdient gehabt haben. Und durch die Spieler, die wir da abgeliefert haben, hätten wir uns einfach, denke ich, es verdient gehabt, nur eine Runde weiterzukommen. Yeah, I moved to a new country, so for me it was a big change in the summer, and I really enjoy being here. I have already a lot of friends here, and I got into a great team. In dieser Saison haben wir mit der U21 gegen Holland gewonnen, 3-0, und da habe ich auch so ein ähnliches Tor wie der Johnny geschossen von der Mittellinie, und das, glaube ich, das persönlich größte Highlight in der Saison. Ja, es war auch im Februar jetzt, wo meine Schwester ein Kind bekommen hat, also mein erster Neffe, auf den bin ich ziemlich stolz. Of course, we have to make a good preparation and then see who is the opponent in the Champions League. But hopefully we can get into the Champions League and have some special nights here in Salzburg, like we had already in the Europa League. And yeah, of course the league is always important, and we had a great season in the league this year, so we want to do the same next one. Ganz klar, dass wir da weitermachen, wo wir jetzt aufgehört haben, dass wir guten Fußball spielen und dazu noch erfolgreich auch sind, so wie wir das die letzte Saison waren. Ja, unser großes Ziel ist natürlich die Champions League, und ich denke, so realistisch wie nächstes Jahr war es noch nie. Wir haben ein unglaublich geiles Team. Wir haben endlich einen Fußball gefunden, der uns ein bisschen abhebt von den anderen Teams, der den Fans unglaublich gut gefällt, und ich denke, so haben wir große Chancen, unser Ziel zu erreichen. Ich nehme mir auf jeden Fall vor, zum Stammspieler heranzuwachsen. Also ich denke, die Herausforderung, das Ziel darf ich mir jetzt schon stecken.
auch wenn es noch viel zu verbessern gibt, viel zu trainieren gibt, aber ein Ziel muss man immer haben und das werde ich mir stecken und ich werde alles daran setzen, so oft wie möglich in der Stammelf aufzulaufen und ja, das große Ziel für Red Bull Salzburg ist natürlich die Champions League und ich hoffe auch das werden wir erreichen. I don't know exactly because I have a national team, so it's always a difficult situation, but hopefully I can go on holiday with my girlfriend and just spend some time with my family in Budapest, but I haven't planned so much already. Urlaub machen mit meiner Freundin und natürlich wieder zu Kräften kommen, weil die Saison wird sicher wieder sehr anstrengend. Ich bin noch jung, also ich werde auf jeden Fall viel mit meinen Freunden machen, werde auch zur Familie heim nach Graz und die Zeit einfach genießen, aber genaue Urlaubspläne habe ich jetzt noch nicht. Meiner Freundin sicherlich ein paar Tage in Urlaub fahren, irgendwo, wo es schön warm und ruhig ist, aber vielleicht auch mit meinen Kumpels ein bisschen ein paar Tage mal Vollgas geben, das brauchen wir vielleicht auch mal ein bisschen, um alles mal zu vergessen. Kräfte sammeln. Jetzt muss ich mal dann wirklich abschalten und ein bisschen loskommen vom Fußball, mal ein bisschen chillen am Strand und daheim bei der Familie. Und dann können wir nächstes Jahr wieder richtig angreifen. Thank you. Ja, danke schön, liebe Fans.